Robert, du bist, glaube ich, doch ein. Nee. Ja, ich darf mich nicht an mein Video nicht anschalten, soll ich Ah, das okay, wissen? sorry. Rups. Die Frage wäre jetzt natürlich an den Mike. Dein Vortrag war jetzt eigentlich auf Englisch gewesen. Ja, aber. Willst du jetzt den Mitzi-Speaker auf Englisch haben oder auf Deutsch? Wir haben noch Wir machen 230 das mal. Leute. Wir können das alles mal in Deutsch machen. Ah, okay. Ich meine, die, wo jetzt noch da sind, das sind ja auch eher die vom Dojo-Vortrag. Wie spricht man das Ding aus? Dojo? Dojo. Dojo? Dojo. Wie war das nochmal mit Jaira? Falls du Jira. diesen Jira Jira Ungeheuer ist japanisch, weil nicht. sich von Gojira, dem Originalwort für Godzilla, ableitet. Das heißt, jeder, der Jira sagt, weil er auf Anglizismen so geil ist, greift voll ins Klo, weil Ja, ist mir Gojira egal. ist eine Anlehnung an Backzilla. Egal, ich mag dieses Gedöns sowieso nicht. Das ist das gleiche wie Python, was auf Monty Python basiert und nicht auf der Python. Echt? Ah. Wieder was gelernt. Ah, okay, wir sind jetzt schon mittendrin im mit des Speakers. Das Das war jetzt sehr Smoother wunderbar. Dann lernen wir doch mal einen der Leute kennen, die ja diesen einen Game Changer da den das Abab-Git eigentlich mit vorantreiben. Ich meine, erfunden hat es ja der Lars. In jahrelanger Arbeit hat er das irgendwie in seinen stillen Kämmerchen entwickelt. Der ist ja eigentlich, wenn man so will, unser Linus Torvalds der ABAP-Welt. Und dann ist er der Mike, der, was weiß ich, wie heißt der, der Alan Cox oder sowas, der ABAP-Welt ja dann. Also von der, wenn man sich von Linus, der Linus inspirieren lässt. Was hat dich eigentlich geritten, Mike, so viel Zeit deines Lebens in ein Git-Tool zu investieren? Das ist eine gute Frage. Ich brauchte sowas. Ja, Meine dann kommt die Ideen, nächste das. Frage. Was stimmt mit dir nicht? Ja, das stimmt mit mir nicht. Ja, ich habe halt viel Zeit. Ja, sobald man SAP verlässt, hat man keine Meetings mehr und keine Endlich E-Mails wieder Zeit mehr. zum Arbeiten. Ja, das kann man machen, was man will. Weißt du? Das ist ganz einfach. Warte mal ganz kurz hören. Ich schalte mal die Ansicht um, damit habe ich gerade. wir alle Hast du gerade, da ja. sind. So, das ist ein bisschen dämlich. Ja, das ist aber auch gut. Ja, warum haben Sie abgedehnt? Mir war langweilig. Ja, langweilig nicht unbedingt, ja. Also sieht man, ich weiß, das meine Sache, das mit den Mark-Benal-Tools, das auch noch gerade jetzt im Prinzip so erst am Publik werden. Meine Idee kommt eher so aus der Open-Source-Welt. Meine persönlichen Websites sind alle mit WordPress. Und da gibt es so schöne Plugins und da gibt es auch Kommerzialisierung von Plugins und all so Sachen. Und diese ganzen Prinzipien, die dahinter stehen, die habe ich mal versucht, irgendwie in die Arbeitswelt zu übertragen. Und das ist das, was Mark-Benal-Tools tatsächlich dann jetzt macht. Wenn das einmal installiert ist, hat man im Prinzip so ein Framework, wo man die einzelnen Tools wie Plugins installieren kann. Und was da eben dahinter steckt, was ich dazu brauchte, war eine Methode, um die Sachen entsprechend zu installieren und zu aktualisieren. Ja. Und ja, da Also. alle Sachen mit Sublinks und was es früher mal gab, ja, sind ja alte Backen und da gab es eben dann abab-git. Ist Und dann deswegen habe aber. ich da viel, viel reingesteckt, damit das macht, was ich brauche. Und da kommen jetzt noch so ein paar Sachen, wenn man da bei mir da guckt, da gibt es jetzt auch einen Installer sogar. Das ist der erste Schritt zu dem ABAP Package Manager hin. Und es ist im Prinzip ein Bild von, ja, von den Sources aus der ABAP Git Developer Version zusammengemerged mit einem anderen User Interface drumherum, mit dem man die ZIPs, die man aus GitHub oder von ABAP Git bekommt, direkt in ein System installieren kann und auch aktualisieren kann. Also ist dann Und das ABAP wird Git jetzt alles so nach sozusagen. und nach publik werden. Das funktioniert zurzeit noch nur für meine Sachen, aber das werde ich auch als Open Source dann rausgeben. Und das ist dann so der Fortschritt, den es auf der Interwelt schon seit Jahren gibt.
ja, von Node zu NPM und wie sie alle heißen, ja. Also versuchen wir das auch mal bei ABAP hinzukriegen. Dass es da mehr so ein Paketkonzept gibt oder Libraries und ja, dass mehr Leute da ihren Code freigeben und der wiederverwendbar ist. Ja. Also im Prinzip programmieren wir doch alle 80%, sage ich mal, fast das Gleiche. Ja, das auf jeden Fall, das klingt sehr interessant. Also auf jeden Fall, ich drücke mal die Daumen, dass es auch wirklich klappt. Das wäre natürlich so ein richtiges Paketkonzept, wenn man einfach dann die ganzen Dependencies mal richtig verwaltet bekommt. Das wäre natürlich der nächste Game Changer. Ja, genau, ja, das ist das Nächste. Muss man sich keine Sorgen mehr machen mit ABAP im Jahr 2050. Das ist ja das Riesenproblem eigentlich. Wie kann man, es wird immer komplexer, um das Ganze verwalten. Aber da haben wir ja auch einen Chefkoch hier vom Trick-Tresor. Der hat ja auch in Deutschland so eine kleine Standard-Webseite eigentlich, wenn es um ABAP-Coding geht, erstellt. Sag mal, Enno, wie kamst du eigentlich auf Trick-Tresor und was tut dich da eigentlich motivieren, das auszuhalten? Ja, das waren im Grunde die ähnliche Beweggründe wie bei Marc. Ich brauchte das. Also ich habe mir alles selber aufgeschrieben und als ich angefangen hatte, da habe ich halt schnell gemerkt, dass, also da, ich weiß gar nicht, ja, Internet gab es schon, und aber wenn man da SAP und ABAP eingegeben hat, dann gab es immer die drei Suchergebnisse. Das erste war die SAP-Doku, das zweite war kawaii.com, wo ein Basisadministrator, glaube ich, so ein paar Tools zusammengeschrieben hatte und aufgelistet hat. Und das dritte war irgendein ZIP-File mit irgendwelchen merkwürdigen Batch-Input-Programmen. Aber zu den Problemen, die ich hatte, habe ich halt nie eine Lösung gefunden. Und dann habe ich halt angefangen, das alles aufzuschreiben. Ich hatte da einen Mentor nach der Ausbildung, der hat wirklich sehr, sehr detailliert alles aufgeschrieben in seinen Texteditor, was er so gemacht hat. Und den habe ich immer belächelt, weil ich gesagt habe, ja, du alter Mann, du kannst dir die Sachen ja auch nicht mehr merken. Und dann war ich beim Kunden, habe da irgendein Formular geändert und ja, war dann eine Woche krank, war dann eine Woche nicht beim Kunden, hatte eine Woche Urlaub. Und nach 3 Wochen, du, sag mal, wie hieß denn das? Und dann noch mal das Formular, was ich da ändern sollte, ich weiß es nicht mehr. Da gab es ja auch nicht, gab es ja auch History und sowas, Eingabehistory gab es ja noch gar nicht. Naja, und dann hat er da seinen Texteditor geöffnet, kurz gesucht, ja, so und so heißt das. Nicht so, alles klar, okay. Naja, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich brauche es auch, ich brauche es, ich schreibe es eh auf, also kann ich es auch ins Internet schreiben. Und da komme ich selber halt am besten dran. Und ja, auf den Namen kann ich dir nicht mehr sagen. Ich mag halt so Projektnamen, also ich mag das, wenn ein Projekt ein Logo und einen Namen haben. Und Alliteration ist sowieso immer gut. Und ja. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kann hier durchaus sagen, für den Großteil der ABAP-Entwickler, danke dafür. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass wir mal, ich glaube, 2019 mal oder vorher mal in Kontakt waren, Enno, und ich dann auf dem Weg war zum SAP Inside Track Berlin. Da gab es am Abend vorher so ein Pre-Evening-Event. Und da hatten wir noch vorher telefoniert, als ich mit der Bahn hingejuckelt bin. Und dann hast du gesagt, dass du auch kommst. Und irgendwie damals im Wohnwagen. Und dann war ich bei diesem Stammtisch und habe gesagt, ey Leute, der Enno kommt nachher auch noch. Und die gucken mich an, Enno? Wer ist Enno? Ich sage, hier Tricktresor.de. Wow, geil! Waren alle wieder voll dabei. Ja. Ja, wenn wir schon da dabei sind, sag mal, Hendrik, du hast ja gerade vorhin noch ein Bier aufgemacht. Irgendwie ist das verschollen, oder hast du es noch? Ja, okay. Hier ist noch etwas früh für Bier trinken, aber. Aber dann habe ich, ja, gut, also, irgendwo ist 5 Uhr auf jeden Vormittag, Fall. Oder? Ja, genau. Aber bei den Kollegen aus Malaysia, die haben schon wieder mitten in der Nacht, die sind schon durch, dürfen schon voll sein. Ja, gut, Zeitzone, das ist ja das gute alte SAP-Problem. Genau. Also sag mal, Hendrik, wie sieht es eigentlich aus? Was macht denn dein Apfelwein? Was tust du? Ja, wird immer noch regelmäßig verkostet. Am liebsten, wenn wir einen virtuellen Stammtisch gerade machen, die ja zugegebenermaßen seltener geworden sind, aber auch da wird es wieder im ersten Quartal dann einen geben. Wahrscheinlich Januar, mal gucken. Ja gut, also wir unser Stammtisch Karlsruhe ist auch wieder virtuell. Wir hatten eigentlich gedacht, uns beim Weihnachtsmarkt zu treffen, so als vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr, Jörn, seit wann sind wir am Start? 2018 war der erste.
Also Weltherrschaft läuft schon eine Weile. Ja, ja. Jetzt haben sie uns von der Stadtverwaltung und vom Land einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was soll man tun? Dann halt nächstes Jahr. Ja, hoffen wir mal. Geht euch impfen, ja? Ja. Genau, auf jeden Fall. Ja, nochmal in Sommer daheim zu sitzen, weil ein paar Leute sich nicht impfen lassen, halte ich nicht aus. Ja. Das hat man sonst eigentlich gehabt so im Chat. Ich meine, die meisten Leute haben so Fragen gehabt. Bei Marc waren super viele Fragen zwischen der Abgrenzung Transportwesen und ABAP-GIT. Ah ja, das ist wunderbar. Der Klassiker, glaube ich. Dann heißt es, ja, hier gibt es GCTS, aber GCTS ist auch nicht so. Aber ich habe ja echt voll die interessanten Fragen vorhin rausgefrimmelt, als der Enno und der Hendrik sich darunter halten haben. Das ist auch so mal so eine typische ABAP-Unternehmenswelt. Wie kann ich sowas verbuchen? Ja, das ist nur der Schulung. Oder gleich oder vorweggenommenes Bugfixing. Das gefällt mir. Muss was quasi so Ausbildung. So ein offizielles, gibt es eigentlich so offizielle Trainingsanbieter, wo man sowas machen kann für die ABAP-Welt? Oder ist das eine Marktlücke? Frag mal bei Damian nach. Maikon. Ja. Genau, also habt ihr es gehört, liebe Leute im Chat? Der Maikon oder wie heißt der eigentlich? Daniel Maier. Maikon. Ja, oder Maikon, wie heißt denn seine Webseite nochmal? Das ist die Maikon. Bitte reinschreiben in den Chat. Ja, dann. Ja, okay, weiter geht's, Leute. Erzählt mal ein bisschen. Genau, wir hatten jetzt gerade mit Marc über dieses Thema Abgrenzung. Das mit dem Transportwesen, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Also, natürlich kann man theoretisch das ABAP-GIT auch dazu benutzen, um die Sachen zwischen Entwicklungssystemen, QA-Systemen und im schlimmsten Fall auch Produktion auszutauschen. Aber das würde wirklich zu weit gehen. Das ist nicht Sinn der Sache. Das ABAP-GIT ist für das Entwicklungssystem am besten geeignet. Und was das Deployment in weitere Systeme angeht, da benutzt man weiterhin das Transportwesen dazu. Dadurch ist dann auch die Konsistenz der Zielsysteme etwas gesichert, während dem ABAP-GIT ist doch Open Source und von der Community entwickelt, auch wenn es schon jahrelang sehr sicher ist, haben da sicherlich viele Kunden Bedenken, das dazu zu benutzen, um Sachen nach QA zu schicken oder so. Also dafür nicht. Was allerdings passiert, wenn man das ABAP-GIT für Objekte im Kundennamensraum verwendet, dann fragt das System automatisch auch nach den Transporten. Ja? Also man kann entweder komplette Entwicklungsklassen in den Transportauftrag schreiben oder die Objekte, wenn man sie ändert, landen dann natürlich auch in den entsprechenden Aufträgen. Und da muss man natürlich ein bisschen jetzt schauen, was da am besten passt für Kunden und Partner. Die haben alle unterschiedliche Methodiken, wie viele Leute an Transporten beteiligt sind und wie lange die offen sind und so weiter. Und das muss man eben ein bisschen mit der ABAP-GIT-Methode abgleichen. Ja. Also ich persönlich benutze es 100% ohne Transporte zurzeit, ja, alles nur ABAP-GIT. Zwischen meinem Entwicklungssystem und GitHub hin und her. Und oft gehe ich auch, wie Tobias vorhin erwähnt hat, mal rückwärts, ja, zu schauen, was war denn da mal. Da ist das sehr hilfreich für. Das lohnt sich an sich schon deswegen. Ja. Wenn man dann jetzt die Sache dann noch mit Transporten dann zusätzlich verwendet, dann hat das noch eine andere noch Tragweite, ja. Wenn mehrere Entwickler an einem Projekt arbeiten. Dann nicht im Idealfall jeder Entwickler sein eigenes Entwicklungssystem und mit ABAP-GIT drauf, aber es ist ja nicht die Welt, in der wir leben, aber es wäre doch der Idealfall. Ja, ja. Da habe ich noch andere Gedanken dazu, wie man mehrere Entwickler in einem System betreuen könnte, aber da ist SAP nicht so weit. Ja. Also wir sagen immer, jedes Objekt, das kann es nur einmal geben im ABAP-System. Das stimmt aber eigentlich so nicht, weil der gleiche Code, die gleiche Tabelle kann genauso in einem anderen ABAP-Namensraum sich befinden. Ja.
rein theoretisch könnte man jedem Entwickler einen eigenen Namensraum geben, so dass sie sich nicht auf die Füße treten würden. Also da gibt es viele Sachen, mit denen man spielen könnte, theoretisch, aber das ist nicht die Realität zurzeit. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, so ABAP-Systeme in der Cloud, die werden günstiger und günstiger. Ja. Also, ich glaube, da sind wir nicht mehr so viele Jahre von entfernt, dass jeder Entwickler sein eigenes System haben kann. Ja, das auf jeden Fall. Also Sie haben, der Frank war, glaube ich, wo er auch gemeint hat, Sie arbeiten jetzt daran, dass der Footprint zumindest von der HANA für das Steampunk unter 30 GB geht. Weil man darf ja auch nicht vergessen, die 30 GB oder sagen wir es einfach mal ganz frech, die 60 GB, die man heute hat, die sind aber auch jetzt zum Beispiel dann in hochgerechnet in 10 Jahren das, was heute die 4 GB sind. Ja. Ja, also das geht ja auch immer skalieren nach oben. Ja, da ist viel Ballast im ABAP-Server drin. 30 Jahren ja, Entwicklung. Also wenn man hört, dass Laster seinen ABAP-Server auf dem Raspberry laufen lässt, denke, da gibt es auch noch andere günstige Hardware, die dann sogar ein paar Gigabyte Speicher hat vielleicht. Da muss man immer bedenken, also früher konntest du ja diese NPL runterladen, also Netweaver, ABAP mit einer MaxDB-Datenbank. Das Ding lief eigentlich mit 2 GB RAM. Es war nicht schön, aber es lief. Also du konntest auch wirklich damit auch was entwickeln und so. Als alleine, also jetzt wenn Last draufgegangen ist, da ging es natürlich nicht mehr. Das Problem, dass halt so dermaßen viele Ressourcen halt gefressen werden, kommt ja hauptsächlich von der HANA-Datenbank. Der Netweaver-Stack an sich, der ist ja nicht so ressourcenfressend. Weil meine Systeme laufen alle auf MaxDB. Kostet nichts und außerdem kann ich die meine virtuellen Machines rauf und runter fahren und die Datenbank macht keinen Mucks. Das funktioniert alles 100% konsistent beim nächsten Hochfahren wieder. Ah ja, ich glaube, da gebe ich dir recht. Da hat die SAP echt eine gute Datenbank so ein bisschen geopfert. Ich habe mich daran erinnert, ich konnte früher die MaxDB mal nett über hoch und runter fahren. Das Ding hat eigentlich gecrashed, das war nie ein Problem. Da sind andere Datenbanken wesentlich billiger. Ja. Ah, da liegt es an SAP, so den richtigen Mittelweg wieder zu finden, glaube ich. Weil das ist ja Teil von der Cloud-Geschichte, ja. Die Systeme sind alle da und SAP sieht jetzt, was mit denen passiert jeden Tag. Und ja, man muss optimiert werden. Heute ist das eine, man muss natürlich an die Zukunft denken. Wie gesagt, also wenn wir uns heute hinstellen und sagen, wow, du hast aber einen Verbrauch von 30 Gigabyte, ist das viel. Gehen wir doch mal zurück, 10 Jahre, ja, da hast du, dein Laptop hat 4 Gigabyte gehabt. Du hast gedacht, boah, ist das viel und heute hast du 32 und denkst dir, boah, geht, läuft. Nee, 32 reicht nicht, habe ich doch festgestellt heute. Ja. Ja gut, bei dir ist es halt dann der Clip. Ja gut, es ist halt ADT und Zoom, ne? Das geht halt gar nicht. Ja, du willst vielleicht nicht wissen, was noch alles auf dem Rechner gerade offen ist an Office-Quatsch. Wir hatten ein Speaker-Preparation-Meeting, da wurde explizit gesagt, schließ alles, was du nicht brauchst. Ich brauch viel, glaub mir. Ich muss ja arbeiten. Ey, über was habe ich die ganzen E-Mails geschrieben? Ja. Ja. Die waren zu lang, die hat keiner mehr gelesen. Warum sollte es dir besser gehen als uns? Da hast du nicht den Punkt 9.3.2 gelesen?